Herzlich willkommen auf dem 122. Traber Derby auf Hauptstadtsport TV. Derbywoche, das ist das Größte. Ja, super. Ich komme jedes Jahr rauf, die ganze Derbywoche. Wie jedes Jahr um die Zeit. Schön. Deutsches Traber-Derby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des ersten Tages werden Ihnen präsentiert von trotto.de. Hiermit eröffnen wir die Derbywoche 2017. Das ist ja eine sehr traditionsreiche Sportveranstaltung. Seit über 100 Jahren gibt es die Trabrennbahn in Mariendorf und seit über 100 Jahren auch das Rennen. Und seit Jahrzehnten nun auch fest etabliert hier in Mariendorf. Das ist schon wichtig auch für die Sportmetropole Berlin. Ja, neu überzeugender Sicht natürlich auch. Und ich habe gerade gratuliert, nochmal auch offiziell herzlichen Glückwunsch zu dem guten Rennen. Und das fünfte Rennen Disneys Glöckner von Notre-Dame-Rennen ist gestartet. Fehler von Vicky Corner in der Startphase. Helios ist an der Spitze, aber wird außen attackiert von Abano H. dahinter Alaska Joe. Das Tempo ist natürlich gedrosselt und das nutzt hier Expo Express im Rush. Es geht vor den Tribünen und Thorsten Tietz hat das schon gesehen und beschleunigt auch wieder gleich vor den Tribünen. Abano H. wieder an der Spitze, das Tempo wieder angezogen aus dem Expo Express in den Helios. Es geht jetzt nun am 1000 Meter Pfosten vorbei auf die Schlussrunde. Abano H. eine Länge vor Helios und aus dem Expo Express. Die Zwischenzeit, ich bin gespannt, 0,96. Abano H. biegt als erstes Pferd auf die Zielgerade, dahinter Helios. Und in der Distanz Abano H. deutlich voraus. Thorsten Tietz sitzt ganz gelangweilt hinter ihm und guckt sich den Rasen an, ob der auch gesprengt wurde. Und der ist gesprengt, Thorsten. Es regnete nur in Berlin. Hochüberlegener Erfolg für Abano H. Siegerehrung für Andreas Engels Abano H. in der Hand von Thorsten Tietz. Die Siegzeit 1:14.3. Ja, Gratulation hier an den Siegfahrer, ein großer Pokal, eine Siegerdecke natürlich auch, Andreas Vogt hier für die Stage Entertainment, Andreas Hase für den BTV und natürlich ein sehr zufriedener Thorsten Tietz. Ich habe ihn jetzt so, dass ich weiß, wie ich mit ihm im Heat und vorm Rennen umgehen muss und wenn er dann nicht pullt und leger ins Rennen kommt, dann kann man mit ihm aus dem Stand so stark beschleunigen und dann passte alles im ersten Bogen. Ich brauchte nicht sehr viel fahren, nur einmal um 100 Meter nach vorne zu kommen und letztendlich, er hat, wie wir es schon gesagt haben, sehr einfach gewonnen. Deutsches Traber Derby auf der Trabrennbahn Mariendorf. Die Highlights des ersten Tages wurden Ihnen präsentiert von trotto.de. Ich bin, wenn ich nie krank werde, bin ich jeden Tag hier. Kann möglich sein, ja. Wenn das Wetter mitspielt, auf jeden Fall. Morgen bin ich hier, ab 13 Uhr. Da komme ich wieder hierher.